Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Ja, heute Abend, jetzt muss ich mal gucken, 6.06.2022 um 7.58 Uhr am Morgen geht's weiter mit GTA, da ich ja die PS4-Version spiele. Also es ist übrigens nicht die Definitive Edition, ne, die jetzt vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist, sondern es sind wirklich die PS2-Versionen, die damals für PS4 rausgekommen sind. Und ja, ich spiele es halt auf meinem großen Fernseher, nicht auf dem Röhrenfernseher. Weil PS4-technisch muss man das da, glaube ich, nicht mehr machen. Das hat jetzt nicht mehr unbedingt die großartigen Vorteile. Ach komm, ich habe mein Taxi noch hier. Und ich habe keine Offscreen-Arbeit in jeglicher Couleur gemacht. Weil ich bin mit Mass Effect, zocke ich ja momentan privat, nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Ich habe gedacht, okay, vielleicht kriegst du ja Platin. Hat nicht funktioniert, nee. So. Gut. Ich würde aber vorschlagen, wir machen jetzt erstmal mal wieder eine Mission. Haben uns ja gerade schon mal ein bisschen mit Munitionsmittel schon mal eingedeckt. Ich muss mal ein bisschen leiser machen, das ist vielleicht doch ein bisschen laut. Sonst schreie ich euch die ganze Zeit an, weil ich denke, ihr versteht mich nicht. So. Erst hat es noch schon mal gerendert. Ich hab jetzt nur auf 30 Frames gerendert. Es kann sein, dass die vielleicht ein bisschen mehr als 30 Frames haben. Aber nee, wenn ich auf 60 Frames rendern würde, wird es ungefähr doppelt so lange dauern. Und das wäre blöd. Ach, wobei, ich kann euch mal eben kurz zeigen. Fällt mir gerade ein. Wenn wir schon mal hier sind, wir haben ja ein Polizeiauto. Ich glaube, wir kommen da gar nicht rein, oder? Ha, doch, kommen wir. So, nee, weil dann kann ich euch nämlich schon mal die Polizeimission zeigen. So, eliminiere die kriminelle Bedrohung. So, eigentlich ähnliches Prinzip wie bei, sag schnell, wie beim Krankenwagen. Nur, dass wir jetzt Verbrecher jagen müssen. Hier ist irgendwo einer. Dann ist er. Müllwagen! Ich will den Müllwagen haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den brauche ich. Den brauche ich wirklich. Weil, der ist ja in der Werkstatt unterwegs, ne? Aber ich frage mich nur, wie ich den jetzt mit meinem kleinen Piss-Polizeiwagen kaputt machen soll. Ernsthaft. Wahrscheinlich ist es da sinnvoll, auch eine Uzi mitzunehmen, damit man halt die Wagen schon mal ein bisschen demolieren kann. Lalalalala. Aber ich kriege das mit meinem Polizeiwagen auf jeden Fall nicht hin. Ach komm schon. Achso, vielleicht sollte ich mal die Sirene anmachen. Was? Nein, ich wollte die gar nicht abbrechen. Wo ist der Müllwagen? Da ist der Müllwagen. Wo ist der Deinhard? Ja, ja. Ach komm schon. Ach Gott. Ich kriege hier nicht. Scheiße. Weil ich brauche den Müllwagen für die Garage und die sind echt selten, aber ich glaube, der ist weg. Ich glaube, der ist weg. Ja. Der ist weg. Schade. Schade. Wirklich extrem schade. Aber einmal kurz gucken, weil ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, ihr seht, ich habe 5 Shotgun-Munition, weil in dem Polizeiwagen ist immer eine Shotgun quasi drin. Ist eigentlich ganz nice. Ja, hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe, weil ich unbedingt den Müllwagen haben wollte. Aber gut, also ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man die Polizeimission macht, dass man sich da auf jeden Fall auch ein bisschen Uzi-Munition holt. Dann kann man die nämlich schön abschießen, die Wagen, aus dem Auto heraus. Und ja, ihr habt ja gerade gesehen, so wie ich das gemacht habe, hat das überhaupt gar nichts gemacht. Egal. Ja. Lassen wir es mal dabei und lassen das Auto einfach mal in die Luft fliegen. Das klingt doch nach einem Plan. So, ich brauche trotzdem irgendwie einen Fahrbahnuntersatz. Hey! So. Gut, ja, dann fahren wir mal zum Joey, gucken, was der für uns hat. Oder aber wir fahren zur Telefonzelle beim Luigi, das können wir eigentlich auch machen. Von der reinen Theorie her. Ich mag das Geräusch. So, und halt uns trotzdem mal so ein bisschen, ja, so vielleicht mal nach anderen Fahrzeugen in Ausschau. Verpasst das mit dem Satz Anfang, den ich gesagt habe, keine Ahnung. Den wir vielleicht für die Garage im Hafen brauchen. So, wo ist der Telefon? Wir machen erstmal das Telefon, weil das ist schwieriger wiederzufinden. So. Bitteschön. The Thieves. I hired some thieves to break into my apartment and steal some stuff so I could claim on the insurance as you do. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then, bring him back to the factory so I can make him see Marty's point of view. Also gleiches Prinzip wie vorher, okay.
Geh mal weg. Lass mich rein! Ach du Scheiße. Ach so, ich dachte schon, ich muss jetzt mit dem fetten LKW fahren. Ich weiß gar nicht, dass es hier schon welche gibt. Ach, guck mal, was ist das, ein Kuruma? Nee, das ist ein anderer. Go and meet the thieves. Okay. Auf! Machen, bitte! So. Spring mir doch nicht ins Auto, Mensch. Nein, ich will keinen Klassik jetzt hören, bitte. Wise FM. Genau, Lips war das. GTA 1 Soundtrack. So. Ja, ich bin. Take them to the bitching dog food factory. Ich bin vielleicht ein bisschen ohne Geduld. Mag sein. Wann habe ich den Unfall gebaut, dass meine Karre so im Arsch ist? Hab ich schon gar nicht mehr mitbekommen. Was ist hier? Oh, hier mal so. Ist das auch nur Käse? Stechungsgeschenk brauche ich nicht. Hier war ich bestimmt sogar schon mal. Yeah. Ach, bisschen die Wand tuschieren. Halb so wild. Ist ja nur Lack. So. Und vor allem ist das nicht mein Auto, deswegen ist mir das egal. Ah, da kommt es wieder. GTA 1 Mucke. Typische GTA 1 Mucke. Ich habe mir aber noch nicht gemerkt, wo jetzt hier immer der Eingang ist. Energie brauche ich jetzt. Ah, da ist er. Es gibt übrigens auch richtig krass schwere Missionen bei GTA-Teilen grundsätzlich, ne? Bitte weiß das jetzt nicht genau, wie schwer die jetzt sind. Aber bei Vice City kenne ich auf jeden Fall ein paar, die ich nicht schaffe. Beim ersten Mal garantiert nicht und auch nicht beim 12. Mal. Das kann interessant werden, ne? Aber bisher waren die ja noch alle in Ordnung, die Missionen. Genauso wie diese hier, weil ich schätze mal, jetzt muss ich vielleicht noch den Wagen loswerden. Aber sonst dürfte es hiermit schon gewesen sein. Get the car we sprayed and get rid of any evidence. Okay, also einmal umbesprühen, um Beweise zu, ja, vernichten. Muss ich jetzt schon wieder die $1000 bezahlen? Das finde ich nicht gut, wirklich nicht. Warum springt ihr mir denn alle in die Karre? Was ist los mit euch? Mensch. Halt's nie aus, ey. So. Oh, das ist ein Patriot. Ach, das kann ich auch nicht nehmen. Weil die sind eigentlich ganz geil. Das sind Allradfahrzeuge, die auch ordentlich Power haben. Lassen sich hervorragend steuern. Kann ich mich nur dran erinnern. Aber ich glaube, die hießen, glaube ich, Patriots. Ja, die gab es, glaube ich, auch in späteren Teilen noch. So. Wo ist denn hier der Patriot Spray? Da ist er. Autsch. Ja, wird auch direkt repariert, der Wagen. Deswegen ist das nicht so schlimm. Muss ich jetzt wirklich $1000 für blechen? Ja, okay, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt aber auch mehr wiederbekomme, ne? So. Und wieder zurück zur Hundefutterfabrik. Schönes Schwarz haben wir jetzt. Also wenn es regnet, man hat auf jeden Fall doch schon so einen leichten Unterschied in der Fahrphysik. Das Lenken ist deutlich schwerfälliger. So. Immer in Chinatown. Es ist auch schön, wie viele verschiedene Bezirke es gibt. Also hier gleich kein Bezirk dem anderen. Allerdings hier jetzt in Portland haben wir. Also der erste Stadtteil heißt Portland. Da haben wir hier ein Rotlichtviertel, ne? Da haben wir ein Industrieviertel. Da haben wir Chinatown. Mal gucken, wie es in späteren Bereichen wird. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich habe es noch nie aus dem dritten Teil. Ich habe das schon mal angezockt. Die erste Mission kenne ich. Und alles, was ich darüber hinaus kenne, kenne ich eigentlich nur von meinen Kollegen, wenn ich zugeguckt habe und die mir das Spiel gezeigt haben und mir zeigen wollten, wie toll das ist. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon beim zweiten Bereich war. Traurig, ne? So. Ja, gut. 3000, immerhin. Oh, der hat schon wieder was für uns. Wird wahnsinnig. Ja, komm, machen wir die Mission jetzt direkt auch nochmal mit. Da ist ein Telefon. Telefon. The business is gonna go under unless I get a hold of some serious cash soon. My wife has an insurance policy and all she's ever been to me is a hole in my pocket. I've left the car in the usual place. Go and pick up my wife from Classic Nails and bring her back to the factory. Okay.
As usual. Ich trinke heute übrigens mal keinen Kaffee, nein, sondern ich habe einen Schokodrink, ja. Einen halben Liter hier, so billig, leichter Genuss. Also so fettarmer Kakao. Ich trinke den voll gerne. Oh, was ist das für eine Karre? Ich glaube, die fährt sich, glaube ich, nicht so gut. Go and collect Mrs. Chongs. Okay. Oh, okay, Entschuldigung. Ich habe die Bremse nicht gefunden. Ich habe die Bremse zwar auch getreten, aber die hat einfach nicht funktioniert. Guck mal, zweimal angekratzt, ne? Und schon ist mein Auto am Dampf. Wie kann das sein? So, ich möchte jetzt aber auch kein Reggae hören. Auch kein Elektro. Lips. Lips ist okay. Oh, es war Polizeiwagen, scheiße. Entschuldigung. War keine Absicht. Aber wie wenig die Autos hier aushalten, das finde ich einfach erschreckend. Ja. In dieser zu gestern. Gestern war es noch schön trüb. Im Vormittagsbereich. Alter, habt ihr gesehen, wie lange ich gebremst habe? Das ist eine Frau? Okay, ich dachte eigentlich, das wäre so eine richtige Bitch. Sie sieht einfach nur asozial aus. Ja, das kann ich sogar so bestätigen, weil sie sieht aus wie eine Schippe Scheiße. Tut mir leid. Wow. Aber beim Friseur zu gehen, das ändert leider nichts daran. Ach komm! Fahr das Ding nur einfach um, Mensch. Vergesst immer, dass sie hier noch. Ich weiß ja noch nicht mehr, welchen. Achso, ich glaube, ich bin noch Simpsons Hit and Run und beziehungsweise Road Rage gewohnt, wo man einfach die Laternen umfahren kann, ohne in irgendeiner Form Schaden zu erwarten oder erwarten zu dürfen. So. Hey folks, it's Andy, riding on the Lips 106 Airwaves. Today, I'm gonna play you some sassy ladies from the 70s, 80s and 90s. Here's a taste for you. Das ist übrigens auch alles Mission mit dem Mr. Chongs, wo es nicht notwendig ist, dass ich die für die Story beenden kann oder beenden muss. Das sind, glaube ich, immer nur die, wo halt, ich sag mal, ein Buchstaben steht, wie beim Joey jetzt zum Beispiel. Und beim Luigi vorher. Und tschüss. Take the dart to the dump into the sea. And dump it into the sea. This will get rid of... Okay. Dann müssen wir einmal Richtung Hafen fahren. Der war im Osten. Da hast du zumindest genug Wasser, ne? Also würde ich jetzt erstmal vermuten. Problem ist nur, ich darf jetzt... Also der Wagen, der darf nicht explodieren. Weil dann habe ich es nicht geschafft. Laps. Das heißt, dann düsen wir einmal Richtung Industriebereich. Lalalala. Ich habe glücklicherweise auch keinen Zeitdruck oder so. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Leuchtturm. Böse halt, ich habe keinen. Okay, da ist noch ein Strand. Ich versuche jetzt nur irgendwie hier galant runterzukommen, ohne dass das Ding gleich in die Luft fliegt. Nein! Ja. Okay. Ah! schön. Ich wusste, ob ich die Handbremse reingemacht habe und einen Gang vielleicht. Okay, wenn ich schon mal hier unten bin, wo auch immer ich jetzt gerade bin. Wahrscheinlich da oben. Da ist der Strand. 5 und 6. Portland Beach auf Salvatores Anwesen, nördliche Veranda. Auf einen Felsvorsprung am Strand östlich von Salvatores Anwesen. Das da oben könnte Salvatores Anwesen sein, oder? Ich behaupte einfach mal ja. Mal gucken, ob wir da schon hinkommen. Vielleicht müssen wir da auch erstmal irgendwie für den Salvatore irgendwas erledigen. Also bin ich natürlich auch schön zu Fuß unterwegs, das freut mich auch richtig. Übrigens, wenn wir ins Wasser fallen, sind wir tot, ne? Wir können hier noch nicht schwimmen. Ich glaube, schwimmen ging, glaube ich, erst ab... war, glaube ich, auch erst San Andreas, oder? Ich glaube, ja. Bei City sind wir auf jeden Fall auch noch immer verreckt, wenn wir ins Wasser gefallen sind. Ja, auch in den ersten Teilen. Das waren noch Zeiten. Ja, ich hoffe nur, dass wir da irgendwie hochkommen. Ich hoffe, dass wir auch schon auf Salvatores Anwesen kommen. Wie gesagt, ich denke mal, das wird eine Mission sein. Oder Missionen sein. Boah, kannst du einfach hochrennen. Boah, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Also bergsteigen kann er. Ja. Okay.
Einmal kurz checken. Nördliche Veranda. Okay. So, da haben wir nämlich dann gleich noch direkt zwei versteckte Päckchen mit dabei. Och, ein Innenbereich, den wir begehen können. Wie geil ist das denn? Cool. So, dann würde ich jetzt sagen, hier vielleicht? Ja, tatsächlich. Perfekt. Sehr schön, Nummer 11. Das würde mich auch schon unglaublich helfen, für die Polizeimission, wenn ich jetzt... Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt bei 20 versteckten Päckchen bekommen. Aber es kann dann vielleicht die Uzi sein. Und das wäre halt schon mega, mega nützlich. Da, guck mal, ein Auto. Auto stehen hier auch für mich. Ach, das sind die Mafia-Karren, genau. Sentinel heißen sie, glaube ich. Lass mich nur einmal kurz gucken, wo dieser... Wie ich zu diesem Felsvorsprung komme. Da würde ich nämlich gerne auch nochmal hin. Da geht's Richtung Leuchtturm. Aber schön, dass ihr hier... genau das hätte ich aber auch immer. Hier einfach mal so ein paar Bänke hinklatschen. Wenn es einfach eine schöne Aussicht ist. Ich glaube, ich bin hier sogar richtig. Oh Gott. Oh Gott. Wie tief geht's? Okay, ich lebe noch. Wie kommen hier... Was sind das denn? Zombie-Elb is found. Okay. Findet man die öfters oder ist das jetzt extra nur hier so gedacht? Wenn ich schon mal hier bin. Das ist ja interessant. Ah, da unten ist das Päckchen. Okay, ich sehe es. Nein, das ist kein Päckchen. Das ist nur eine scheiß Zeitung. Gott, eine gottverdammte Zeitung. Wo ist das denn? Oh, Mann. Das muss eigentlich hier irgendwo in der Nähe sein. Ich habe halt Angst, weil ich kann nicht... Ich kann nicht sehen. Ey, jetzt wird mir die sogar echt mal ganz nützlich, diese Sicht. Ich habe echt Angst. Ich habe echt mega Angst. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt nochmal hochkomme. Scheiße.